Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casalla. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast aus dem wunderschönen Nachbarland Österreich. Und zwar begrüße ich Lukas Enzersdorfer Konrad. Er ist Deputy CEO und COO bei Bitpanda, einem Unternehmen, was mittlerweile jedem bekannt sein müsste. Längst österreichisches Unicorn, europäisches Unicorn und überhaupt. Und außerdem auch noch Krypto, Handelsplattform und vieles mehr. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist und Zeit gefunden hast. Schön, da zu sein. Freut mich sehr und danke für die Einladung. Lukas, eifrige Hörer unseres Formates wissen es, ich bitte unsere Gäste zu Beginn, sich in wenigen Sätzen einmal selbst kurz vorzustellen. Klar, sehr gerne. Also mein Name ist Lukas, ich wohne in Wien, bin auch ursprünglich aus dem Wiener Großraum, also sprich aus Ostösterreich geboren und aufgewachsen, habe eine klassische Ausbildung genossen, sprich Abi gemacht, dann studiert, Betriebswirtschaftslehre, eine Zeit lang auch in den USA die Möglichkeit gehabt zu studieren und zu arbeiten in New York, und die Finanzindustrie begleitet mich, glaube ich, seit ich 16 bin. Das war das erste Mal, als ich angefangen habe zu investieren und Geld zu veranlagen. Damals war es Rohöl und hat sich durchgezogen mittlerweile mit einem starken Krypto-Fokus und bei Bitpanda seit 2018 und dort verantworte ich das operative Tagesgeschäft, unsere Business-Seite, aber auch diverse andere Initiativen. Okay, ich stelle sehr oft auch die Frage, kommst du aus einer klassischen Unternehmerfamilie und hat dich das sehr geprägt oder gerade nicht? Ein sehr gutes Thema. Die kurze Antwort ist nein, komme ich nicht. Mein Vater, der leitet die städtische Verwaltung eines kleineren Orts in Österreich, 25.000 Einwohner. Und meine Mutter war eigentlich sehr traditionell bei uns daheim, bei den Kindern. Und aus dem heraus muss ich sagen, meine größte Herausforderung, behaupte ich einmal, seit ich in mein Berufsleben eingestiegen bin, die angelernte Risikoaversion aus einem eher traditionellen Familienumfeld laufend aktiv zu durchbrechen und hier sozusagen das Thema Unternehmertum und auch unternehmerisches Denken nicht nur sich selbst, sondern mit den richtigen Freunden, mit den richtigen Austauschpartnern, mit diversen Sparringpartnern hier aktiv sich selbst beizubringen und hier immer seine Grenzen auszutesten. Okay, also klassische Bürokratie gegen Unternehmertum, da prallen ja dann tatsächlich enorm Welten aufeinander, richtig? Absolut, vor allem passt es auch, würde ich sagen, immer zum kleinen Österreich, wo jeder glaubt, wenn er in Österreich Marktführer ist, dann ist man wer, und in der Wirklichkeit sehr relativ, wenn man in diesem Land größer und erfolgreich ist, weil im europäischen Kontext, oder gerade wenn man sich das in US-amerikanischen Größenordnungen anschaut, das halt komplett irrelevant ist. So. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie kam es dann dazu, dass du dich dann doch relativ früh mit 16, ich meine, da beschäftigt sich ja nicht jeder unbedingt gleich mit Anlage, Investments und Assetklassen in Rohöl etc. pp. Wie ist es dazu gekommen? Also wie sich es entwickelt hat, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß noch, wie ich 12 war, habe meinen Vater löchern in den Bauch gefragt, wie der Aktienmarkt funktioniert, weil mich das irgendwie fasziniert hat, bereits als sozusagen angehend in der Schule. Ja, und dann war das halt die Märkte verfolgt. Es war noch vor der Finanzkrise und warum auch immer ich mit 16 der Meinung war, der Rohölmarkt ist viel zu hoch bewertet, ich möchte Put-Optionen darum kaufen. Und bin damals, das war Mitte der 2000er Jahre, von Bank zu Bank hier in Österreich gegangen, also von so Filiale zu Filiale, physisch, und wollte Rohöl-Optionen kaufen. Wollte mir halt keiner verkaufen. Und dementsprechend war das eine große Herausforderung, dann überhaupt dazu zu kommen. Es war dann ein Zertifikat, das ich erworben habe. Keine Ahnung gehabt, was der Unterschied überhaupt ist. Und so hat das Interesse damit gestartet. Und Krypto bin ich seit 2013 aktiv auch involviert, beziehungsweise privat interessiert. Auch über Freunde dazu gekommen. Und das Interessante ist halt, da bin ich überzeugt davon, dass Blockchain eine extrem beeindruckende Technologie ist, aber Kryptowährungen per se eine Veranlagungsform und Assetklasse, wie so viele andere Assetklassen auch, die halt high risk high yield ist, also sprich hoch risikobehaftet, aber auch mit einem hohen potenziellen Return versehen und in jede Portfolio-Diversifikationsstrategie eigentlich auch gehört, aufgrund genau dieser Charakteristika. Ja. Aber jetzt ist ja dein Vater die richtige Blaupause dafür, Menschen zu erklären, was du eigentlich tust. Also so vom Mindset und wahrscheinlich auch so von seiner Ausbildung her. Zum einen, wie hitzig geht es dann oder ging es früher bei euch am Abendbrottisch zu? Und wie hast du ihm dann erklärt, wo eigentlich deine Interessen genau liegen und was du vor allen Dingen auch jetzt tust?
Ja, also hitzig, muss ich sagen, war es weniger. Ich behaupte, auch wenn sehr traditionelles Familienhaus, sehr, sehr weltoffen im Sinne von immer Interesse an neuen Dingen. Es ging darum, auf jeden Fall dieses Interesse auch auszubauen. Und dann erklärt man halt plötzlich eben seiner Familie, seinen Freunden, Onkel und Tanten, wie ein Finanzmarkt funktioniert, warum Veranlagung grundsätzlich etwas Gutes ist, weil wir in Europa allgemein noch immer das viel zu große Problem haben, dass viel zu wenig Leute Geld veranlagen und das auch als Sparform sehen, im Vergleich zum Sparbuch, gerade in Deutschland und Österreich, noch immer ein Riesenproblem. Also Bildungsthema ist ein eben Risikoaversionsthema. Und diese Gespräche zu führen und hier aktiv Finanzbildung auch zu betreiben, als junger Mensch, ist eine sehr spannende Sache. Auf deine Frage mit zum Thema erklären, was ich mache und wie das alles funktioniert. Ich glaube, in seiner Reinstform ist es, wir bei Bitpanda und daher auch ich ermöglichen, Privatkunden auf der einen Seite sehr einfach Geld zu veranlagen, um genau dieses Grundproblem in Europa, nämlich die Eintrittsbarriere in den Finanzmarkt zu senken und sehr einfach möglich zu machen. Und was wir auch mittlerweile machen, und das glaube ich ist auch essentiell ist, was wir gesehen haben, ist, wir sind Technologieanbieter und wir haben seit 2014 extrem skalierungsfähige und gute Technologie gebaut, gerade wenn es um Krypto und Blockchain geht, aber auch gesamthaft sind wir veranlagen. Und bieten diese anderen Partnern an, damit die genau dasselbe machen können, wieder ihren Kunden einen sehr einfachen Weg ins Veranlagungsgeschäft zu bieten. Zum Beispiel N26, die jetzt ihr Krypto-Offering mit uns gestartet haben. Du hast das Stichwort Sparen erwähnt. Jetzt gelten ja schon die Deutschen als relativ risikoavers. Wie verhält sich es um die Österreicher? Ja, noch mehr, also die Faustregel gilt, in Deutschland sind circa 20% Wertpapierdepotdurchdringung, also sprich 20% grob der Bevölkerung haben ein Wertpapierdepot und sind daher in Aktien veranlagt. In Österreich sind es unter 15%, also sprich hier sozusagen noch risikoaverser, wenn man so möchte, oder noch weniger im Kapitalmarkt investiert. Und das sind einfach dieselben Themen, Thema Sparbuch, Thema Geld auf die Bank bringen, Thema sich mit dem Geld eigentlich nicht aktiv auseinandersetzen. So, und das sind halt Dinge, die man gerade eigentlich also über Finanzbildung als Gesellschaft lösen muss. Aber es ist nicht nur Finanzbildung auf der einen Seite, sondern es ist auch der Zugang. Und da bin ich halt überzeugt davon, warum hat, das ist einfach ein sehr plakatives Beispiel, Uber aus den USA diesen Erfolg gehabt, Taxifahren zu revolutionieren oder zumindest zu verändern, ist aufgrund einfach der Einfachheit, die sie geschaffen haben. Sie haben einfach den Zugang stark vereinfacht und App-basiert mobil gemacht. Und das muss man halt auch schaffen mit dem Thema, ich fange an, mich spielerisch auseinanderzusetzen mit dem Thema Veranlagen, mit dem Thema Geld investieren. Und dann ist es mehr eine Strategiefrage zum Thema, kaufe ich Gold oder kaufe ich das andere Spektrum, eine Kryptowährung zum Beispiel so, und alles, was dazwischen liegt. Ja, meine Frage zielt ja auch deswegen darauf ab. Ich habe ja die Antwort ein bisschen geahnt. Warum habt ihr dann in Österreich gegründet? Also wäre es sozusagen, ich meine, ihr seid ja relativ parallel mit einigen anderen Anbietern an den Markt gegangen. Warum dann die Entscheidung für den österreichischen Markt, wenn man weiß, dass das Brett dort noch dicker zu bohren ist? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die man sich überlegen muss. Zum Thema, wo ist man markttechnisch aktiv, in welchen Märkten, also sprich, wo man Kunden aktiv den Service anbietet. Und das andere ist, wo ist der Firmensitz? Und vielleicht um erstes zu beantworten, wir sind von Anfang an immer gewesen, ein europäisches Unternehmen mit europäischem Fokus. Klar, einfach aufgrund des Standards stark im Dachraum, aber Deutschland ist eigentlich unser größter Kernmarkt, aber auch eine Schweiz, Österreich relevante Märkte, aber mittlerweile noch andere wie Spanien, Italien, Frankreich. Und jetzt auch die nordischen Länder. Das heißt, Zugang, Blick war immer europäisch, weil Österreich viel zu klein, kein relevanter Markt gesamthaft, muss daher Teil eines größeren Ganzen sein. Das andere ist das Thema Standortwahl. Da war das Thema einfach folgendes, dass es halt in 2013, 14 keine Regulierung, aber vor allem auch keine Klarheit gab, wo man vor allem damals ja die Idee, Bitcoin-Handelsplattform, wo man als Privater einfach Bitcoin kaufen kann, zu bauen. Und damals war die große Frage mit, in welchem Land zum Beispiel ist Kryptowährungen kaufen Mehrwertsteuer befreit? Weil wenn ich 20% auf einen Kauf zahle, ist das sehr unlukrativ plötzlich. So. Und das waren mehr so die Fragen zum Thema Standortwahl, die sich in Österreich dann eigentlich recht gut gestellt haben. Warum? Weil die österreichische Finanzmarktaufsicht hat zwar etwas gedauert, aber dann sehr offen dem gegenüber war, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Nämlich gemeinsam zu gehen heißt, wir besprechen mit denen sehr, sehr viel, sehr, sehr offen, was wir machen, wie wir es vorhaben, bevor wir es tun, bekommen dafür auch Feedback und haben es so geschafft, gemeinschaftlich eigentlich ein Verständnis für den jeweils anderen am Weg mit aufzubauen. Dadurch haben wir es geschafft zu skalieren,
selbst in so einem kleinen Markt aus einem europäischen Blickwinkel in Österreich mit unserer aktuell, also mit einer unserer Aufsichten, wir sind auch in anderen Ländern beaufsichtigt, aber in unserem sozusagen Hauptstandort. Ja, ihr habt ja jetzt auch die BaFin-Lizenz für Deutschland bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist ja für viele Unternehmen ein Grund, den Sektkorken knallen zu lassen. Wie groß war der Schmerz mit der deutschen Behörde? Also ich muss sagen, es ist sicherlich ein aufwendiger Prozess. Das liegt aber vor allem an dem Regulierungsframework, in dem deutschen Kryptowährungen abgedeckt sind. Das ist ja Teil sozusagen der CAD und ist eine vollwertige Wertpapierfirma. Nichtsdestotrotz, unser großer Vorteil, sage ich mal, war, wir haben eine MiFID II regulierte Firma in Österreich, wir haben ein Egel-Institut in Österreich, wir haben diverse Kryptolizenzen in Europa, also Registrierungen. Dadurch hatten wir schon sehr viel von Know-how, Prozesse, die für eine deutsche Registrierung, Lizenzierung in einer Wertpapierfirma notwendig sind. Natürlich hat das Ganze gedauert, aber, und das habe ich auch mein großes, ganz positives Learning ist, dass in Ländern, nicht nur in Österreich, wo man einfach auf Augenhöhe mit der Aufsicht sprechen kann und Dinge diskutieren kann auch, sondern dass es auch in Deutschland funktioniert. Und wir waren dann sehr glücklich, dass wir diesen Ritterschlag sozusagen in der deutschen Lizenzierung hier erhalten durften, gerade als quasi klein österreichisches Nachbarland. Also irgendwie hatten wir ja alle erwartet, nachdem ihr die BaFin-Lizenz bekommen habt, dass jetzt ganz Berlin, München, Hamburg mit Werbung von Bitpanda vollplakatiert sein wird. Ist aber gar nicht. Warum nicht? Ja, noch nicht, oder? Ah, das kommt! Das wahre Thema ist, also müssen wir uns halt trotzdem vor Augen halten, Dezember war der schwächste Monat zum Thema Kryptomärkte und auch in der Volatilität der Märkte seit langem. Das heißt, nach dem November FTX-Debakel und Insolvenzthema, dort, wo wir ja parallel die Lizenzierung erhalten haben, auch ganz stark das Thema Sicherheit und Vertrauen gespielt haben, merkt man halt, und das jetzt im Dezember, im Januar stark gemerkt, Private verändern die Werte, die für sie wichtig sind, also private Investoren, wenn es um Veranlagungsplattformen geht, auch für Kryptowährungen. Bis dato war das ja mehr so ein Thema mit, wo habe ich die meiste Auswahl, wo habe ich die beste Funktionalität, wo habe ich die günstigsten Gebühren, und deswegen sehr viele europäische Kunden, auch deutsche eben, gegangen zu Börsen, die außerhalb Europas waren, einer FTX, aber auch einigen anderen aus Asien. Und da sehen wir ganz, ganz stark einen Mindset-Shift mittlerweile, dass das, was eigentlich traditionelle Bankwerte sind, Vertrauen, Sicherheit, gewisse Nähe, plötzlich viel, viel relevanter sind. Und da muss ich sagen, glaube ich, haben wir einfach den Vorteil mittlerweile, dass wir halt von Anfang an darauf gesetzt haben. Das hat zwar länger gedauert, um zu diesem Ziel jetzt zu kommen, im Sinne von Kunden auch entsprechend attraktiv für diese zu sein. Aber das ist halt das langfristige Spiel. Also, um darauf zurückzukommen, ich glaube definitiv, dass wir an einem Punkt irgendwann ankommen werden, wo Bitwander-Plakate in München, Hamburg oder Berlin entsprechend hat. Okay, aber du hast FTX jetzt gerade selber schon angesprochen. Ich meine, das hat ja eine ganze Branche arg in den Verruf gebracht. Jetzt darfst du mal Marketingchef für dein eigenes Space sein. Wie verkaufst du sozusagen nach außen hin, dass das alles gar nicht so schlimm ist und ja, wie soll ich sagen, dass dir mehr Vertrauen entgegengebracht werden sollte, als es aktuell scheint? Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist Kryptowährungen, Asset-Klasse, Blockchain-Technologie, Infrastruktur bauen, all das, was einfach damit gemacht wird, querbeet auf der ganzen Welt an Unternehmen. Und das andere ist Finanzunternehmen, die betrügerisch agieren, weil nichts anderes war. Das zieht sich durch die menschliche Geschichte. Diverse Banken waren so und sind passiert, diverse andere Anbieter, in dem Fall halt jetzt eine Kryptowährungsbörse. Der Punkt ist halt, auf einer Größe oder mit einem Impact, wäre man in einem normal regulierten, lizenzierten Land, wäre das halt nicht in der Form vielleicht möglich oder zumindest nicht so spät erst zu erkennen. So, was ist das wahre Thema? Das wahre Thema ist, dass es einen Grund hat, warum es Finanzmarktregulierung gibt, vor allem warum Finanzmarktregulierung seit den 90ern sehr, sehr stark zugenommen hat. Man kann natürlich immer diskutieren, ob das in gewissen Bereichen auch adäquat ist oder nicht. Aber also Bankregulierung, Eigenkapitalmarkt oder Eigenmittelvorschriften und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig, für die Kryptoindustrie reguliert zu werden. Und zwar europäisch reguliert zu werden mit einer globalen Regulierung wie der MiCA, die ja kommen wird. Aber auch europäische Regulatoren hier, die sozusagen das Heft in die Hand nehmen und sagen, so, und wir schauen uns das Ganze genau an. Weil ich als Kunde habe ja auch nicht mein Gehaltskonto bei einer Bank, die in Thailand sitzt und reguliert wird und da kommt dann monatlich mein Gehalt drauf und ich fühle mich wohl dabei, sondern ich habe das bei einem europäischen Institut. Und da sind wir ja noch
ganz woanders. Da habe ich es meistens bei einem Institut, das in meinem Land ist, weil ich fühle mich ja nicht wohl, wenn ich einen spanischen IBAN oder einen französischen IBAN besitze als Deutscher oder Österreicher. Das ist ja noch viel fragmentierter. Das heißt, warum sollte es im Veranlagungsgeschäft anders sein, wenn ich mehr als nur 100 Euro zum Beispiel, sondern 1.000, 10.000, 100.000 Euro hier sozusagen auf meinem Depot liegen habe. Und deswegen Krypto für Privatkunden, aber auch für Unternehmen, Geldveranlagen, Regulierung ganz wichtig. Warum? Weil Vertrauen und Sicherheit dadurch gebaut wird. Und das sehen wir auch so. Und das ist der Grund, warum wir seit 2014, wo wir angefangen haben, immer darauf gesetzt haben, Regulierung voranzutreiben, Regulierung aktiv mitzugestalten. Auch bei der MiCA waren wir involviert. Und sie sind auch laufend jetzt in Ausarbeitung der Details Teil davon. Weil es gibt nun mal nicht viele große europäische Kryptounternehmen oder Unternehmen mit einem starken Kryptowährungsfokus, die für Privatkunden das auch ermöglichen. Und da gibt es dann eben alle Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr relevant sind in der regulatorischen Ausgestaltung, um eben das Ergebnis für den Kunden auf der einen Seite, aber auch das unternehmerische Handeln dazu. Ja, bestmöglich zu machen. Ich meine, die MiCA, viele freuen sich darüber, dass die MiCA jetzt da ist quasi. Unabhängig davon ist es ja einfach eine europäische Lösung. Und natürlich reicht auch Europa ja irgendwann nicht mehr aus. Wie begegnet ihr denn dann einfach diesem Thema oder diesem, ja, tatsächlich Thema dahingehend Expansion? Wie wird es in den USA aussehen? Ich meine, die tun sich ja äußerst schwer mit der Regulierung. Ja, also Europäer finden Regulierung ja in der Regel eigentlich ganz gut, ja, weil es ihnen ja auch eine große Sicherheit gibt. Und deswegen ist es ja dann auch schön, wie du halt sagst, der Ritterschlag der BaFin feiern ja auch sehr viele etc. So, damit können wir ja als europäisches Unternehmen, gerade im Kryptospace in den USA, erstmal ja keinen Blumentopf gewinnen. Denkst du, dass die MiCA in den USA Beachtung finden wird künftig? Also wird sich die USA in die Richtung hin entwickeln oder werden die eigene Lösung finden nach der Pleite von FTX oder werden die deiner Einschätzung nach so weitermachen wie bisher mit dem Preis? Naja, dann geht's halt auch mal schief. Das ist ja in den USA auch erstmal gar nicht so schlimm. Also scheitern ist da ja, hat er ja einen anderen oder wie soll ich sagen, scheitern ist das falsche Wort in dem Sinn, aber ja, halt shit happens manchmal so ein bisschen, ja. Also Regulierung wird dort definitiv kommen, und zwar eine vereinheitlichte und keine fragmentierte, so wie es heute ist. Daran wird stark gearbeitet und das hat halt das FTX-Thema auch nochmal beschleunigt. Ich glaube, was dort eher das Relevante ist, dass, wie gesagt, das Regulieren in den USA halt viel stärker ein Thema ist. Wenn man etwas reguliert, dann muss das sehr abgewägt werden zum Thema, ist es keine Überregulierung, ist da sozusagen nicht zu viel, wird dann nicht zu viel eingeschränkt und so weiter. Deswegen ist es dort eine andere Diskussion, während wir in Europa immer ganz stark verbraucherschutzorientiert diskutieren. Also eine MiFID II-Regulierung und daher auch jetzt eine MiCA-Regulierung, die stark daran angelehnt ist, sind extrem stark Privatinvestorenschutz getrieben. So, warum? Weil das ist der Hauptschutzgedanke ja des staatlichen Regulators, dass er sagt, ich möchte den, der eigentlich vielleicht nicht alle Informationen hat oder nicht informiert genug ist, möglichst beschützen vor schlechten Entscheidungen oder vor Entscheidungen. Und deswegen, also wir kommen auch in den USA, sicherlich vielleicht mit dem einen oder anderen Element einer MiCA. Die MiCA ist aber sicherlich ein sehr europäisches Konstrukt, auch gesamthaft. Warum? Ein Beispiel, da steht drinnen, dass jede Kryptowährung, die in Europa zum Handel angeboten wird, von einem dann im MiCA regulierten Institut, auch in Europa eine Art, also ein White Paper, was ähnlich in einer Projektbeschreibung und der Eckpfeiler besitzen muss. Und das muss es geben. Warum? Das ist angelehnt an MiFID II, an gewisse Dokumentationsvorschriften dort. Asiatische Kryptocoin-Projekte werden das in Europa nicht machen. So, das heißt, in Europa muss man sich dann überlegen, wer macht das für diese? Und dann werden das erst recht wieder Unternehmen sein, die diesen Marktzugang Kunden anbieten. Es wird in den USA es nicht geben in der Form. Also deswegen meine ich, also um abwägen, sind die Amerikaner viel progressiver auf der Regulierungsseite, aber das FTX-Thema hat gezeigt, dass es notwendig ist, um eben Sicherheit und auch staatliche Klarheit für diese Veranlagungsform zu geben. Ja. Okay, es bleibt spannend. Ich finde ja, wenn man sich mit Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain-Menschen in den USA unterhält, die sind gerade sehr auf der Suche so, ne, nach Regulierung, wie es am besten für sie laufen kann, so mein Eindruck. So, es sind ja etliche Fragen eingegangen, auch was natürlich das Unternehmen anbelangt. Ich lese es einfach jetzt mal vor. Welche Rolle spielt der Bitpanda Ökosystem Token BEST in Zusammenhang mit der White Label Solution? Können die Partner und oder deren Kunden von BEST profitieren? Hol uns doch bitte mal ab, was mit dieser Frage gemeint ist.
Natürlich. Also vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Was hat Bitbanner mit dem Bitbanner Ecosystem Token, kurz BEST, den wir 2019 gestartet haben? Was ist da unser Ziel und vor allem, warum gibt es das überhaupt? In der Kryptoindustrie gibt es halt folgendes Thema. Es gibt Kryptowährungen, die technische Projekte sind, Ethereum zum Beispiel und viele, viele andere, also wo eine Community dahinter steht, wo Technologie gebaut wird, wo Technologie der Use Case ist. Es gibt Kryptoprojekte, die Community getrieben sind. Ich würde sagen, Dogecoin und Shiba Inu mit Elon Musk ist eine gewisse Community-Thematik hier. Und es gibt auch noch ganz viele andere Unterscheidungen. Aber was es auch gibt, sind sogenannte Exchange-Tokens oder Exchange-Ecosystem-Tokens. Das ist de facto eine Kryptowährung, die von einer zentralen Börse oder Broker, in unserem Fall von Bitbanner, ausgegeben wurde, mit dem Ziel, dass Kunden Vorteile oder mehr Vorteile bekommen, wenn sie mit der Plattform interagieren und mit diesem Token etwas machen. In unserem Fall ist es ein Loyalty-Programm. Wir haben das immer sehr ähnlich aufgezogen wie bestehende Loyalty- und Reward-Programme aus dem traditionellen Bereich, das Starbucks-Points-Programm zum Beispiel oder auch einige andere, wo es darum geht, wenn ich als Kunde den Token besitze, halte und damit interagiere, habe ich Vorteile bei Bitpanda. Und in unserem Fall sind das, dass man zum Beispiel also mit dem Token auf wöchentlicher Basis Rewards bekommt, dass wir den Token, also Gebühren, die wir einnehmen, wenn mit dem Token gehandelt wird, entsprechend verbrennen, burnen, ein Mechanismus, um hier den Kunden sozusagen aktiv den Supply zu reduzieren. Man bekommt beim Staking höhere Staking-Rewards, also höhere Payouts gesamthaft, wenn man den Token hat, diese quasi Loyalty-Punkte auf der Plattform besitzt. Man hat Kartenvorteile, wenn man die Bitpanda-Karte hat und noch einige andere. Also sprich, es ist ein Loyalty-Programm, das in die Plattform eingebaut ist, wo wir auch laufend dran arbeiten, das zu verbessern und optimieren und wo unterschiedliche Usergruppen bei uns eben unterschiedliche Vorteile genießen können. So, verständlich als grober Überbau, hoffe ich. Ja, klar. Genau, und dann das wahre Thema, was heißt BEST im Zuge unseres eben Bitbanner Tech-Produkts. Da geht es natürlich darum, wie kann oder wie wollen wir und können wir auch unser Ökosystem, wenn wir das jetzt nicht nur rein B2C-basiert machen, sondern B2B-basiert, erweitern. Und hier arbeiten wir recht individuell mit jedem B2B-Partner zusammen, um zu schauen, okay, ist es interessant für den? Gibt es eine Value Proposition, wo der auch Interesse hat, gegebenenfalls das mit anzubieten? Zum Beispiel Lydia in Frankreich, einer unserer Kunden, die haben das auch ihren Kunden ermöglicht. Da kann man auch als Kunde in BEST investieren und dort sozusagen dann auch Erfolg von Bitpanda mitpartizipieren, wenn man dahin investiert und daran glaubt. Und auch andere Incentive-Strukturen im Hintergrund, wo es darum geht, wenn ein Partner eine gewisse Anzahl an BEST-Tokens besitzt, bekommt auch gewisse Vorteile in einer B2B-Partnerschaft. Welche sind das und sind weitere Partner-Benefits in Aussicht? Also, wie gesagt, ich glaube, es sind zwei Hauptgründe. Das eine ist, Partner bekommen ein besseres Pricing. Das ist sozusagen die eine Sache, die recht klar ist. Man würde jetzt den Rahmen hier sprengen, über Pricing-Strukturen auf dieser B2B-Partner-Ebene zu sprechen in Ruhe, aber das ist definitiv ein Themenfeld. Und das andere ist Zugang zu erweiterten Funktionalitäten. Sprich, wir haben ja in unserem Bitpanda Tech-Produkt das Thema, dass wir nicht nur jetzt Kauf und Verkauf von Assets einem Partner anbieten, sondern hier gibt es ja Sparplan, ist zum Beispiel eine Funktionalität, die relevant ist. Es gibt das Thema Swap, also von einem Asset direkt in ein anderes zu investieren, also hinüber zu switchen. Aber es gibt auch das Thema Staking-Funktionalität, es gibt Einzahlungen, Auszahlungen für Kryptowährungen, wenn man als Partner ein offenes Angebot bauen möchte und noch vieles andere. So, und da sozusagen ist das auch ein Thema, das mit eingebaut wird, beziehungsweise schon ist. Okay. Wann ist das Bitpanda Launchpad geplant? Es verzögert sich seit Jahren. Ausrufezeichen. Ich sehe schon, unsere ganze BEST-Community hat hier sehr aktiv in der Fragestellung gewesen. Sehr schön. Und absolut ein valider Punkt. Also, was ist beim Launchpad das Thema? Wir sind angetreten und haben gesagt, wenn wir den Token machen, würden wir auch ganz gerne ein Launchpad. Ein Launchpad ist eine Plattform, wo Projekte, Tokenprojekte ihren Token aktiv platzieren können, das auch anbieten. Es gibt eine große Herausforderung und das ist, dass es in Europa sehr, sehr wenige qualitativ hochwertige Tokenprojekte gibt, mit denen man hier zusammenarbeiten kann, beziehungsweise wenn diese auf den Markt kommen, auch diese aktiv zu platzieren. Wir arbeiten definitiv am Launchpad. Wir sind auch dabei, das mittelfristig zu machen. Zeitleiste gibt es keine offizielle hier von mir. Es liegt aber daran, dass wir immer nur Produkte bauen und dann ankündigen, wenn sie auch soweit da sind. Die große Herausforderung liegt jetzt weniger an Bitpanda, in dem Fall dieses Launchpad zu bauen, sondern liegt daran, eben die richtigen qualitativen Projekte für den europäischen Markt und am europäischen Markt auch gemeinsam hier auf ein Launchpad zu bringen. Mhm. Aber du sagst irgendwie, eine Timeline möchtest du nicht herausgeben. Hast du denn eine grobe Idee, wann es passieren soll?
wie gesagt, wir sprechen nicht über Produkt-Timelines, das hat also weniger mit dem Launch-Bit zu tun als allgemein bei Bitpanda, weil wir unserer Meinung nach grundsätzlich recht gut in der Produktentwicklung sind und auch recht schnell, aber erst über die Dinge sprechen, wenn sie da sind und fertig sind und man sie entsprechend ankündigen kann. Das auch dazu. So, dann, es geht mit harten Fragen weiter, Lukas. Wird es auf der Pro wieder Vorteile für Bitpanda-Vips geben? Folgendes, Bitpanda Pro ist unsere Bitpanda Crypto Exchange, also sprich ein separates Produkt, vor allem für institutionelle Trader und Kunden. Wir haben uns entschieden, bereits vor mehr als einem Jahr, und zwar im Oktober 2021, als wir unseren auch jetzigen CEO von Bitpanda Pro, Josh Barraclough, an Bord geholt haben, dass wir Pro immer stärker vom restlichen Bitpanda-Ökosystem sozusagen entfernen wollen. Warum? Es hat eine sehr spezifische Zielgruppe, reguliertes Trading von Spot, Krypto und mittelfristig auch anderen Finanzinstrumenten für institutionelle Kunden. Und das war auch der Grund, warum die Unterstützung für den Best Ecosystem Token hier eingestellt wurde und es wird auch nicht dafür zurückkommen. Wie gesagt, wir arbeiten an der anderen Seite eher, dass wir Best viel stärker noch in das Thema Bitpanda Tech und auf der B2C-Seite integrieren. Du hast vorhin so gelacht, als ich dir die Frage gestellt habe. Warum? Weil es absolut valide Punkte sind, die wir auch intern sehr lange diskutiert haben. Aber ihr seid noch am Diskutieren oder habt ihr schon eine Lösung gefunden? Nein, die Lösung ist eindeutig. Wie gesagt, die Lösung muss sein, du kannst institutionelle Trader, und das ist der Hintergrund, sehr schwer von einem Ecosystem-Token auf einer Handelsplattform überzeugen. Das sind Welten dazwischen. Und wenn Bitpanda Pro, und das ist eben die klare Entscheidung hier, noch stärker für institutionellen Handel fokussiert sein soll, anstatt rein Retail-fokussiert oder Retail-fokussiert, dann muss das auch der Schwenk dorthin sein aus einer Funktionalitätsperspektive. Und das ist der wahre Hintergrund der Sache. Ja. Okay, dann hast du sicherlich auch eine Antwort auf die folgende Frage. Kennst du den Grund, warum es relativ wenige Vips gibt? Betreibt Bitpanda diesbezüglich Marktforschung beziehungsweise ist geplant, mehr für Best zu werben? Also erstens, wir haben ehrlich gesagt recht viele Best-VIPs mittlerweile. Das wird auch aktiv mehr. Also da sind wir eigentlich recht zufrieden von der Größenordnung her. Wüsste nicht, woher die Sache kommt, dass es wenig sind. Wie ist es allgemein? Und wir sind laufend dabei zu überlegen, wie kann man den wahren Mehrwert von diesem Programm, also von Best, in der Plattform auch positionieren. Da gibt es definitiv Themen, wo wir stark dran arbeiten. Das Thema, wie es im Produkt, in der Applikation, in den Userflows entsprechend auch berücksichtigt werden kann. Das heißt, ja, hier wird auch investiert werden und werden wir auch mehr sehen im Jahr 2023. Weil auch wir einen aktiven Fokus darauf legen. Ich glaube, was einem auch bewusst sein muss, Best ist nichts, was man auf Plakaten in Berlin je sehen wird, weil es ein in-applikationsbezogenes Loyalty-Programm ist, während unser Ziel natürlich ist, Privatkunden allgemein Veranlagungsformen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Und wenn ein Kunde dann das Loyalty-Programm davon nutzen möchte, beziehungsweise sich aktiv dafür entscheidet, dann sollte natürlich da der Weg sehr einfach sein und der Kunde das an die in-Applikation lernen. Okay. So, dann jetzt aber tatsächlich eher wieder so eine Retail-Frage. Plant ihr weg von einer reinen Custody auch hin zu vielleicht Infrastruktur as a Service? Ist da was in der Pipe? Natürlich. Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum, heute ist Bitpanda ja ein Central Custodian, also sprich, wir sind eine zentrale Verwahrstelle für Kryptowährungen, aber auch andere Assets für unsere Kunden. Das heißt, man hat seine Bitcoin bei uns liegen oder seine Ether und wir kümmern uns um das ganze Thema Verwahrung. Das ist hochsicherheitsbezogen. Natürlich, ja, wir haben auch gerade in Web3-Richtung Überlegungen, wie kann man den Kunden, wenn sie das Self-Custodial-Funktionalitäten, sprich eine Eigenverwahrung ermöglichen. Der wahre Grund, weil immer in der Kryptowährungswelt alle sagen, not your keys, not your coins, sehe ich nur bedingt so. Am Ende des Tages geht es darum um Sicherheit und Bequemlichkeit. Und glaube ich, dass meine Schlüssel zu meiner eigenen Wallet privat zu Hause sicherer sind als bei einem darauf spezifizierten Anbieter, bin überzeugt davon, dass sie nicht sicherer sind. Es geht aber um eine ganz andere Frage. Wenn Web3 oder wenn sie, also die Web3-Initiativen jetzt sukzessive mehr kommen, wird Smart Contract Interaktion umso wichtiger werden, dass ich als Kunde mit einem Smart Contract interagieren kann und das benötigt ein unterschiedliches Setup im Vergleich zu heute. Also sprich, hier wird das Thema Self-Custody dann relevant. Sehr technisches Thema und mehr Use-Case bezogen, aber daher, ja, wird es sicherlich auch mittelfristig geben, aktuell nicht. So, und dann kam noch eine Frage rein. Jetzt habt ihr ja dieses Panthos-Projekt gestartet als Open-Source-Forschungsprojekt, meines Wissens, glaube ich, mit der Uni Wien zusammen, stimmt das? Genau, und der TU Hamburg, um genau zu sein, ja. Genau, wie ist es denn dazu gekommen und plant ihr damit zeitnah auch jetzt mal was zu machen? Yes, also sprich,
gehen wir gleich Medias in Res. Also was ist Tantos? 2018 gab es folgendes Problem und das ist noch immer sehr präsent. Wenn ich als Projekt, als Token-Projekt einen Blockchain-Token launchen möchte, ganz egal, ob das, also was das ist, muss ich mich ja heute noch immer entscheiden, in welchem Blockchain-Ökosystem, also auf welcher Chain möchte ich diesen launchen. Auf einer Ethereum-Chain, einem Ethereum-Ökosystem, auf einem Solana-Ökosystem oder auf anderen. Und also vor allem Layer-1-Protokollen. Und die große Herausforderung ist, jetzt launche ich dann in einem Solana-Ökosystem und dann passiert sowas wie FTX und die waren die größten, also sozusagen Unterstützer von Solana. So, ich bin dort gefangen in diesem System mit meinen Tokens, mit meinem Projekt, meine Community, die die Tokens gekauft hat, die damit interagiert, die ist da genauso drinnen. Ich kann heute nicht oder nicht sehr einfach zwischen einer Chain und einer anderen meinen Token transferieren. Und Pantos Idee ist Blockchain-Interoperabilität, sprich den Transfer von einem Token von einer Layer-1-Chain A auf eine Layer-1-Chain B zu ermöglichen. Wir haben jetzt da seit mehr als 4 Jahren Grundlagenforschung, aber auch technische Produktentwicklung betrieben und haben mit letzter Woche bekannt gegeben, den Public Beta Launch vom Pantos Protokoll, sprich hier zu ermöglichen, dass Kunden, also bereits jeder, können private sein, können Softwareentwickler sein, können Projekte sein, das Pantos Protokoll live in einem Testnet, also in einer Testumgebung auf einer Blockchain ausprobieren kann, unterstützt bereits unterschiedlichste Protokolle und löst genau dieses Problem, das heutzutage noch immer da ist wie vor 4 Jahren. Das heißt, was unser Ziel damit, dieses Protokoll allgemein zu ermöglichen und somit Token-Projekten, aber auch natürlich jedem Einzelnen die Entscheidung zu geben, wenn er von einem Ökosystem, Blockchain-Ökosystem auf ein anderes ändern, also wechseln möchte. Aber sozusagen Announcement jetzt in den kommenden Wochen? Bereits letzte Woche passiert. Also wahrscheinlich war die Frage dann genau vorletzte Woche. Ich glaube, Benedikt, das war am Dienstag letzte Woche, um genau zu sein. Okay. Apropos Shift, habt ihr eigentlich mal gemessen, wie viele Nuri-Kunden zu Bitpanda gewechselt sind? Also ich habe keine genauen Zahlen hier, müssen wir nachschauen, aber was wir gesehen haben, ist allgemein etwas, dass im Dezember Bitpanda einen sehr starken Inflow hat, also im November, Dezember, nicht nur neue Kunden, sondern auch Assets von Bestandskunden, sprich Kunden, die beispielsweise bei Bitpanda ein Konto haben, aber dann für gewisse andere Themen bei anderen Plattformen, wie bereits angesprochen, zum Beispiel größeres Offering in Stakeable Coins oder was auch immer, wieder zu Bitpanda gewechselt sind. Aus 2 Gründen. Erstens, wir haben mittlerweile das Angebot, das ist, glaube ich, sehr relevant, über 20 Coins, zum Beispiel im Staking-Umfeld. Und auf der anderen Seite Thema Wertshift, Vertrauen, Sicherheit, Nähe versus sozusagen unregulierte Plattformen außerhalb Europas. Das heißt, hier haben wir ganz stark gesehen, auch in Deutschland, die Veränderung des Kundenverhaltens. Hast du Ideen dafür? Es ist ein Sicherheitsthema. Also sprich, wenn ich davor beispielsweise mehrere Accounts bei mehreren Kryptobörsen hatte oder Plattformen habe, und das ist eine asiatische, das war beispielsweise FTX auf den Bahamas, das ist eine US-amerikanische, oder das war beispielsweise auch nur in Deutschland, dann bin ich ja plötzlich sehr verunsichert. Ist mein Geld dort wirklich sicher? Wie gesagt, alles, was über 100 Euro ist, ist relevant für den Endverbraucher. Und dann geht es darum, ich möchte langfristig das halten. Wo kann ich das? Und da gibt es, glaube ich, ein Totschlagargument immer. Kann ich im Notfall das Unternehmen verklagen und weiß ich, wo es sitzt? Und wenn man das beantworten kann und mit beides ja, dann ist man grundsätzlich als Endverbraucher schon recht gut. Heißt aber meistens auch, es muss in Europa sein, weil eine Rechtsmitteldurchsetzung außerhalb Europas extrem schwer ist. Und idealerweise ist es in einem europäischen Land, wo das Rechtsumfeld in eine Form ist, die mir bekannt ist oder die auch sehr leicht ist. So, und damit ist halt mit Österreich unser Hauptstandort, aber für deutsche Kunden reguliert in Deutschland. Und dafür lizenziert halt einfach einiges relevanter. Das merken wir. Ja, du hast vorhin schon mal gesagt, ne, sehr traditionelle Werte. Also die Europäer können sich davon einfach nicht lösen, offensichtlich. Ja, aber ehrlich gesagt ist es ja auch verständlich. Wenn es um Geld geht, dann geht es darum, dass es sicher verwahrt sein soll. Und da, also geht auch mir persönlich so. Dann bin ich lieber bei dem Unternehmenkunde, das mir genau das sicherstellt. Weil was bringen mir, wenn ich 3% mehr in meinem Staking bekomme oder vielleicht in der Wertpapierei woanders, außerhalb, wenn das Geld aber weg ist am Ende des Tages. Ja, weg ist dann weg. Das ist wohl richtig. Wir haben jetzt eine ganze Weile über den Space geredet, über Bitpanda. Wenn du mal nicht über Bitpanda und Kryptos redest, was ist denn sonst so dein Steckenpferd-Thema? Worüber könntest du eine Stunde lang referieren, ohne dir vorher groß Gedanken machen zu müssen? Also wenn wir die Themen Finanzmarkt, Märkte, Makroökonomie mal außen vor lassen, weil das sind alles Leidenschaftsthemen von mir, die aber auch beruflich sehr stark natürlich verbunden sind, dann also
Ich bin extrem technologieaffin allgemein, also unabhängig von der Blockchain-Technologie. Ich habe mir PHP-Programmierung in den 2000ern selbst beigebracht. Und das war so diese Zeit, wo jeder irgendwie ein Webdesigner plötzlich war und alle eine Website benötigt haben, so die Rechtsanwaltskanzlei, die Apotheke, die alle Dinge, die benötigt haben, hat man recht gutes Geld nebenbei verdienen können und im Zuge dessen. Also Technologie war schon immer etwas, das mich fasziniert hat, auch wenn ich viel zu schlecht bin, um ein echter Softwareentwickler zu sein. Also ich hatte da mal bei uns in der Backend-Softwareentwicklung unseren Leiter nach dem Einstiegstest für die Programmierer gefragt, weil ich ihn machen wollte, out of curiosity, bin an Frage 2 gescheitert und habe festgestellt, ich lasse das. Und es war doch die richtige Entscheidung, das Informatikstudium nicht zu beginnen. Also das so als Nebenanekdote. Hobbys, ich muss sagen, es gibt keinen Sport, den ich wirklich leidenschaftlich mittlerweile verfolge. Früher viel Basketball gespielt, weil ich recht groß bin. Also ich bin 1,92 Meter. Ich war für Basketball sehr klein dann wieder. Aber gesamthaft hat es mir viel Spaß gemacht. Aber es ist eher aktuell Rennradfahren, Laufen gehen. Also sprich Ausgleich zum sehr stark sitzenden Alltag am Computer. Ich spiele aber auch sehr gerne Computer. Also sprich Videogames oder vor allem PC, softwarebasierte Spiele. Das ist eine Sache, wo man viel zu wenig Zeit hat dafür, aber die sonst so der Ausgleich sind, irgendwie spät nachts mal den Rechner starten und dann was zocken. Aber das klingt so, als ob du auch zu den Kindern gehörtest, wo dann die Eltern irgendwann mal sagten, jetzt geh doch mal raus. Ja, definitiv auch. Also gerade in den Jahren 15, 16, 17 sicherlich mehr Zeit beim Kultur verbracht als in der freien Natur. Ich muss sagen, ich gehe auch gern wandern. Also vielleicht ein bisschen so dieses österreichische Thema, die Liebe zum Berg. Skifahren im Winter, Wandern im Sommer, irgendwie auf den einen oder anderen 3000er. Und was natürlich auch zu erwähnen ist, meine Familie, ich habe mittlerweile 2 Kinder und meine Frau, und mit denen verbringen wir dann auch natürlich viel Zeit. Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagtest, du gehst gerne wandern. Also Wandern und 16 Jahre, das passt ja oftmals nicht so richtig zusammen. Nichts ist schlimmer als das, oder? Spazieren gehen, wie furchtbar. Oder wandern. Ja, ich meine, es kommt doch an. Spazieren gehen, ja. Ich finde, und das bin ich ganz offen, es gibt kein besseres oder erhebenderes Gefühl, als wenn man auf eben 2800, 3000 Meter am Berg steht, die Sonne einem ins Gesicht scheint, es ist egal, ob die weiße Piste vor einem liegt und man dann entsprechend diese hinunterrauschen kann oder eben wandertechnisch am Berg steht. Warum? Weil man ist noch über den Dingen, alle Themen, Probleme, sonstige Sorgen bleiben da unten im Tal und man fühlt sich recht frei. Also das hat einen gewissen Charme, wenn man den mal erlebt hat. Was war der höchste Berg, auf dem du mal standst? Gute Frage. Also der Großglocken in Österreich, glaube ich. Also 3000, was sind das dann? Okay, aber du bist irgendwie nie den Kilimanjaro hoch oder irgendwie Nein, sowas? Also mein Cousin definitiv, der am Mont Blanc ist und in Nepal irgendwie auf 6000 Meter herumgeht. Aber das bin ich zu wenig. Würde dich das mal reizen, so richtig in den Berg rein? Mit genügend Zeit und Vorbereitung, ja, auf jeden Fall. Aber es ist so für das Leben nach dem Job. Ja, vor allen Dingen auch, wenn die Kinder wahrscheinlich ein bisschen größer sind. Du hast es ja selber gesagt. Also wie sieht dein Zeitmanagement aus? Also ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich alle Arbeitenden der Branche interessieren, weil Lukas arbeitet vermutlich extrem viel. Und das hatten wir ja neulich, als wir uns auf der Konferenz getroffen haben. Du bist ja auch sehr nah an deinen Kindern dran. Wie managst du das? Also zum einen, man braucht einen tollen Partner, die sozusagen unter der Woche meine Frau einen Rücken frei hält und entsprechend den Teil stark übernimmt. Am Wochenende bin ich, würde ich sagen, der Hauptansprechpartner für die Kinder, sprich, wenn Ausflüge gemacht, wird gemeinsam was unternommen. Dann ist vor allem Family Time, also sprich, das Split ist Montag bis Freitag, macht der Lukas sein berufliches Leben und am Abend, je nachdem, wann ich nach Hause komme, wie ich nach Hause komme, sehe ich sie natürlich und sonst vor allem am Wochenende. Ja. Und da braucht man eine gute Partnerschaft und es funktioniert zum Glück sehr gut. Hand aufs Herz, wie viele Mails hast du schon mit schreienden Kindern auf dem Arm geschrieben? Also ich muss zugeben, bei uns ist Slack das Haupttool intern, daher definitiv mehr Slack-Nachrichten als E-Mail-Nachrichten in dem Zusammenhang, aber doch einige garantiert. Mhm. Wie haltet ihr das bei Bitpanda so mit dem Thema, ich meine, du hast ja nun selber 2 sehr kleine Kinder, habt ihr da irgendwie so eine Policy irgendwie, alle Männer müssen auch ein Jahr in Elternzeit oder ihr habt bald eine Krabbelgruppe im Büro, wie ist da euer Commitment? Was wir haben ist, wir nennen es Paternity Leave, wo wir bis zu 5 Monaten unseren Mitarbeitern sozusagen Karenz anbieten und ermöglichen, also sprich auch für Männer deutlich mehr, als man normalerweise hat, wo es normalerweise dieses Papa-Monat gibt, hier definitiv mehr, das wird auch wirklich in Anspruch genommen. Natürlich variiert das stark von welcher Funktion man in dem Unternehmen hat, beziehungsweise auch, wo man integriert ist. Aber es wird doch quer durch die Bank extrem gut wahrgenommen. Und
ja, also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also wir haben jetzt selbst keine Grabelstube oder Betriebskindergarten. Das liegt aber vor allem daran, dass wir sehr disloziert sind. Also wir haben ja nicht alle Mitarbeiter sitzen in Wien in sozusagen einem Turm, sondern wir haben Bürostandorte in London, in Barcelona, in Bukarest, in Amsterdam, Berlin. Unser Headquarter natürlich in Wien, aber dort sitzen nur knapp 50% der Mitarbeiter. Ja. Naja, aber es gibt ja, also gerade so in Skandinavien gibt es ja schon auch so Ansätze, ne, dass ja tatsächlich auch junge Väter zu ihren Mitarbeitern sagt, ich möchte auch ganz bewusst, dass du mal in Elternzeit gehst und das nicht nur diesen obligatorischen Monat oder zwei. Wäre das für dich oder, also ist das für dich sozusagen etwas, was du gerne anstoßen wollen würdest oder sogar tust vielleicht? Ich meine, letztendlich trainieren Kinder ja auch echt Soft Skills. Ja, nein, absolut. Und es ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, Kinder und Familie allgemein, ist egal ob Mann oder Frau, ist eine sehr wichtige Sache. Das haben wir auch gesehen. Nämlich in beide Richtungen. Das eine ist natürlich, die Leute zu encouragen, sich auch die Zeit zu nehmen, um bewusst Fokus auf die Familie zu legen. Auf der anderen Seite, und das muss man aber auch ganz klar sagen, und das unterstützen wir auch, ist, Personen dabei zu unterstützen, auch wieder zurückzukommen in den Beruf und ein Umfeld zu finden, das sich vereinbaren lässt mit der Familie. Ein gutes Beispiel ist, wir haben eine Mitarbeiterin, bei uns leitende Führungskraft, die Karenz gegangen ist und dann noch weiteren, ich glaube, 7 Monate später wieder unbedingt starten wollte, auch in der Rolle. Und das jetzt, wo sie ein kleines Kind daheim hat, sehr gut auch sich vereinbaren lässt, weil man zum einen sie privat das hinbekommen hat und auf der anderen Seite wir natürlich auch entsprechend Rücksicht nehmen, dass das hier sich vereinbaren lässt. So, also ich glaube, wie gesagt, sind beide Kombinationen. Das eine ist, am Anfang Leuten den Raum zu geben, aber vor allem dann ein Modell zu finden, wo man performen kann und auch Leistung bringen kann im Unternehmen, obwohl man oder trotz eben, dass man Familie hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist dein älteres Kind? 2 Jahre, also ist natürlich klein. Ach, die sind ja wirklich noch sehr, sehr klein. Und dann habt ihr ja noch einen ganz kleinen Säugling daheim, ne? Ja, genau. Also das Mädchen ist jetzt 1 Monat alt, genau, unsere Tochter. Genau. Okay, dann also junger Vater, erfolgreicher Geschäftsmann. Was überrascht dich denn in dieser Rolle am meisten? Ich hatte mir schon immer vorgestellt, dass man viel zu wenig Zeit hat im Leben, aber man lernt dann noch einmal, wie wenig es ist, würde ich sagen. Also mein größtes Problem ist sicherlich der chronische Zeitmangel, weil man für all die Dinge, die man ganz gerne noch machen möchte, und das ist querbeet, nicht nur beruflich, ja, auch privat, einfach überall Abstriche machen muss, gerade dann. Also das ist, ja. Das Problem hat jeder, habe ich auch immer gelernt. Ja, ja. Und zielt auf das, also ähnlich ab, ne? Was vermisst du denn am meisten jetzt? Ich persönlich? Also eigentlich sehr wenig. Was sich natürlich verändert, ist das, was man macht, wo man früher die Zeit an einem Freitagabend gemütlich bei ein paar Feierabendbier gesessen ist oder auch unter der Woche mal mit Arbeitskollegen länger gemeinsam unterwegs war. Es verändert sich natürlich, es muss geplant werden. Man muss schauen, dass daheim der Babysitter da ist, die Coverage und so weiter da ist, damit das sich das möglich ist. Also zum Thema Vermissen, vielleicht das Thema Spontanität ist um einiges weniger. Man braucht ein viel stärkeres Kalendermanagement und Zeitmanagement, als man es vielleicht in der Vergangenheit notwendig hatte. Mhm. Und was hast du in der Zeit am meisten über dich gelernt? Dass ich mit sehr wenig Schlaf auskommen kann. Das ist eine sehr allgemeine Aussage, aber sie stimmt auf jeden Fall. Und das andere ist, dass man eben einen Partner braucht, auf den man sich verlassen kann und mit dem man das gemeinsam gut lösen kann. Und wenn man gemeinsam dieselben Wertvorstellungen hat und die Zielrichtung die gleiche ist, dann kommt man auch durch alle Unwegsamkeiten. Ja, der Schlafmangel, ne? Der ist, das kann sich ja keiner vorstellen, der ja selbst noch keine Kinder hat. Die sagen immer, jetzt hab dich mal nicht so, 7 Stunden wirst du doch schon hinkriegen. Nein, mitnichten. Also ich glaube, wenn man gut mit 4 Stunden umgehen kann, dann kriegt man auch einiges gesamthaft gut unter den Hut. 4 Stunden, das ist hart, oder? Ist eine Gewohnheitssache. Ich muss zugeben, seit ich das damals mit, was war das, 18 beim Militär in Österreich, gibt es ja noch einen Grundwehrdienst. Das heißt, da darf man sich entscheiden, dann hinzugehen, wenn man nicht in den Sozialdienst geht und dort gelernt hat, mit wenig Schlaf durchzukommen oder durchkommen zu müssen. Muss ich sagen, bin ich sehr pflegeleicht in dem Zusammenhang. Okay. Hast du, weil du jetzt Militärzeit sagst, hast du für dein Arbeitsethos, Zeitmanagement, so wie du dein Leben organisierst, hast du daraus was mitgenommen aus dieser Militärzeit? Also absolut. Also ich muss sagen, unabhängig davon, was man jetzt von Bundeswehr, Militär und so weiter hält, kann ich ja jetzt noch eingehen. Ich glaube, es gibt eine Sache, die grundsätzlich eine gesunde ist, wenn man das einmal im Leben wirklich, egal in welcher Form, erlebt, nämlich dass man in Situationen ist, wo man die Dinge einfach nicht ändern kann und damit umgehen muss und damit leben können muss.
Und dieses Dinge zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen, ist definitiv etwas, das mein großes Learning in einem Alter war, mit 18, wo man eigentlich alles hinterfragt und der Meinung ist, warum ist das so, und man verändert es lieber und den Rebellen eigentlich sonst gibt, dass man mit Dingen auch leben können muss und daraus dann das Beste macht. Und das ist definitiv mein größtes Learning aus der Geschichte. Ja, mit 18 hat man ja noch diesen sehr rebellischen Ansatz meistens. Und da werden dann so ein bisschen die Flügel gestutzt, oder, beim Militär? Ja, also wie gesagt, man lernt einfach, dass Dinge einfach teilweise keinen Sinn haben, aber es halt so ist. Und man kann jetzt da fünfmal anlaufen oder stattdessen es einfach akzeptieren und sagen, gut, da muss ich durch. Ja, ja. Befürwortest du, weil in Deutschland ist das ja abgeschafft worden, quasi der Zivildienst und der Militärdienst, aber es gibt ja tatsächlich wieder die Diskussion, die ist ja neulich mal angeregt worden. Hältst du das für sozusagen auch gerade was das Thema dann auch Karriere und so anbelangt, hältst du das für eine sinnvolle Geschichte, nochmal durch so eine harte Zeit nach der Schule zu gehen? Also ich bin überzeugt davon, dass ein soziales Jahr gesellschaftlich Sinn macht. Warum? Gesellschaftlich billige Arbeitskraft auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch eine gute Möglichkeit, jungen Menschen unterschiedlichste Situationen, egal ob es ein Rotes Kreuz ist, also Rettungsdienst oder Pflege, hier wirklich zu ermöglichen und zu sehen, was notwendig ist. Das heißt, das Thema Militärdienst. Ich bin ein größerer Fan eines Berufsheers als jetzt eines Freiwilligenheers. Aber auch da muss ich zugeben, bin ich nicht der Experte, dementsprechend richtig. Okay, gut. Lukas, das ist das, was bei mir eingegangen war. Sehr, sehr spannend. Auf viele Dinge hast du ja schon eine sehr dezidierte Meinung gehabt, weil offensichtlich ihr einfach im Team da ja auch schon, wie soll ich sagen, naja, einfach schon eure Marschrichtung auch für die nächsten Monate und Jahre offensichtlich kennt. Abschließend, was haben wir denn 23 von Bitpanda zu erwarten, gerade nach einem doch etwas unterkühlten Funding-Winter? Also das Allerwichtigste ist, wir sind nachhaltig aufgestellt in einer Form. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir das durchmachen. Und es geht nicht so sehr um einen Winter, sondern um die gesamten Märkte. Also alle Finanzmärkte sind ja aktuell jetzt im Februar 2023 auch noch immer sehr stark im Abschwung. Das heißt, es wird interessant, wie sich 2023 makroökonomisch entwickeln wird. Also das Thema Russland-Ukraine-Krieg, das Thema Energiekrise und das Thema sozusagen Inflationsbekämpfung in den USA und Europa. Das wird stark die Marschrichtung für die Märkte bestimmen. Die Märkte werden sehr stark das Kundenverhalten, also das Interesse einfach am Markt auch bestimmen, weil aktuell halt einfach sehr viele wartend sind, abwartend, entweder weil investiert oder weil halt Geld aktuell auf der Seite. Und daher, das heißt aber auch für uns bei Bitpanda, wir fokussieren uns darauf, Funktionalität und Kundenmehrwert zu bauen. Das ist eine Sache, die wir 2018 schon stark gemacht haben, nach dem 2017er Bullrun, und eine Sache, die wir jetzt auch ganz stark machen. Also es wird viele neue Funktionalitäten und Features geben. Es wird mit Bitpanda Tech ganz klar ein europäisches Infrastruktur- und Software-as-a-Service-Produkt jetzt geben, wo wir Banken, traditionellen Banken, Fintechs, aber auch Unternehmen, die vielleicht nicht aus der Finanzbranche sind, aber Finanzservices anbieten wollen, ermöglichen, Veranlagungsgeschäfte und Investments sehr einfach zugänglich zu machen. Warum? Weil das Potenzial in Europa halt immens ist. Wie gesagt, also über 20% Wert über die Bruttodurchdringung sprechen oder grob im Schnitt, dann ist die Luft hier nach oben definitiv, oder dann gibt es Luft nach oben. Mhm. Aber wo kein Geld, da auch keine Möglichkeit mehr zur Anlage, ne? Also ich meine, wie begegnet ihr dem? Natürlich, aber der Punkt ist, wir sind sicherlich in einer Situation, wo die Leute aktuell aufgrund der steigenden Preise in ganz Europa sparen. Aber auch das wird sich ändern im Sinne von Inflation wird zurückgehen. Und das andere Thema ist, es haben alle durch die Negativzinsen, oder es gibt grundsätzlich durch Negativzinsen das Verständnis, dass man mit seinem Geld aktiv etwas tun muss. Auch wenn die Sparzinsen jetzt zurück sind, also das Sparkonto plötzlich wiederbelebt wird, ist das Bedürfnis verstärkt da. Und das heißt, Sparquote gibt es ja grundsätzlich schon noch, kommt immer auf den Markt drauf an. Das wahre Thema ist einfach, dem Privaten eben Finanzbildung näher zu bringen und zu erklären, warum, wieso, weshalb ist das interessant und ist das relevant, nämlich für die Langfristigkeit. Da geht es ja nicht darum, ich investiere heute und in 6 Monaten schaut mein Leben anders aus, sondern in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren. Und darauf muss man sozusagen abstellen. Finanzbildung, das muss ich jetzt gerade nochmal, ich weiß nicht, wie es in Österreich im Curriculum aussieht, wie sehr ist denn Finanzbildung dort verhaftet? Weil das ist ja etwas, was mir deutsche Unternehmen immer wieder erzählen. Naja, also am Ende, ja, können wir hier so reden, so viel wie wir wollen, wir müssen einfach viel früher anfangen, passiert aber nicht. Ich weiß nicht, ist
das im österreichischen Curriculum schon frühzeitig verhaftet, das Thema? Auch viel zu wenig. Ja. Wie engagiert ihr euch da in dem Bereich? Also wir sind jetzt nicht in einem Land wie zum Beispiel Österreich oder einem anderen, irgendwie mit den Bildungsministerien in Kontakt. Uns geht es mehr darum, allgemein, wir nennen es Bitband Academy, das ist ein Knowledge Hub, also sprich Wissensdatenbank, wo wir Grundkonzepte zusammentragen und sehr einfach erklären zum Thema Geldveranlagen, Veranlagungsformen, technologische Aspekte diesbezüglich. Und hier versuchen wirklich aktiv einfach Zugang und Zugänglichkeit an Wissen herzustellen und sicherzustellen. Warum? Weil es ist ja nicht nur ein Thema. Also langfristig muss man natürlich in der Schule anfangen und dort Kindern das beibringen, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und das betrifft einen heute 40-Jährigen und eine heute 40-Jährige genauso wie jemand, der heute 18 oder ist oder 20. Und das gilt das Gesamte, zumindest in den nächsten paar Jahren in Europa, sicherlich zu verbessern. Ja, in der Tat. Gut, jetzt sind ja Finanzflüsse sowieso länderübergreifend und das Thema Finanzbildung hüben wie drüben ein großes Thema und es wird deutlich mehr zu tun geben. Ein Teil davon leistet Bitpanda. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du stattdessen nicht im Berg bist, sondern die Stunde mit uns verbracht hast. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, immer schön hier zu sein und bis bald. Bis bald.